und beginnen unseren Gottesdienst im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Als Lesung hören und lesen wir heute einige Verse aus Jesaja 2, nämlich die Verse 12 bis 21. Jesaja 2, 12 bis 21. Denn es kommt ein Tag von dem Herrn der Heerscharen über alles Stolze und Hohe und über alles Erhabene, und es wird erniedrigt werden. Über alle hohen und erhabenen Zedern Libanons und über alle Eichen Baschans, über alle hohen Berge und über alle erhabenen Höhen, über jeden hohen Turm und über jede feste Mauer, über alle Tarsisschiffe und über alle köstlichen Kleinodien. Und der Hochmut des Menschen wird gebeugt, und der Stolz des Mannes gedemütigt werden, der Herr aber wird allein erhaben sein an jenem Tag. Und die nichtigen Götzen werden gänzlich verschwinden, und man wird sich in Felshöhlen und Erdlöcher verkriechen aus Furcht vor dem Herrn. Wir haben ganz deutliche Parallelen zur Offenbarung, wo die Menschen dann angesichts der Gerichte Gottes sagen, ihr Berge fallt über uns, ihr Hügel deckt uns. Vor der Herrlichkeit seiner Majestät und wenn er sich aufmachen wird, um die Erde zu erschrecken. An jenem Tag wird der Mensch seine silbernen Götzen und seine goldenen Götzen, die jeder sich gemacht hat, um sie anzubeten, den Maulwürfen und Fledermäusen hinwerfen, um sich zu verkriechen in die Felsspalten und Steinklüfte aus Furcht vor dem Herrn und der Herrlichkeit seiner Majestät, wenn er sich aufmachen wird, um die Erde in Schrecken zu versetzen. Wir erheben uns zum Gebet. Treuer Gott und Vater, wir danken dir, dass wir auch heute wieder in deinem Namen zusammenkommen dürfen, dass wir mit dir die neue Woche beginnen dürfen, in der Gemeinschaft mit dir, im Hören auf dein Wort, unter deinem Segen, auch in der Gemeinschaft miteinander, auch diejenigen, die von fern mit uns verbunden sind, Herr, danken dir, dass wir in deiner Gegenwart zur Ruhe kommen dürfen, alles ablegen dürfen, was uns vielleicht auch aus der vergangenen Woche rückblickend oder auch vielleicht vorausblickend auf die neue Woche belasten, beschweren mag. Zu wissen, du bist bei uns, du hältst deine Hand um uns. Dir sei Lob und Dank dafür. Amen. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Wir hören als Predigttext Offenbarung 18 und wir lesen dazu die Verse 20 bis 24. Offenbarung 18, 20 bis 24 zum Thema die Auslöschung Babylons, der göttliche Great Reset. Offenbarung 18, 20 bis 24. Freut euch über sie, du Himmel und ihr heiligen Apostel und Propheten, denn Gott hat euch an ihr gerecht. Und ein starker Engel hob einen Stein auf wie ein großer Mühlstein und warf ihn ins Meer und sprach, so wird Babel, die große Stadt, mit Wucht hinabgeschleudert und nicht mehr gefunden werden. Und der Klang der Harfenspieler und Sänger und Flötenspieler und Trompeter wird nicht mehr in dir gehört werden und kein Künstler irgendeiner Kunst wird mehr in dir gefunden werden und der Klang der Mühle soll nicht mehr in dir gehört werden. Und das Licht des Leuchters wird nicht mehr in dir scheinen und die Stimme des Bräutigams und der Braut nicht mehr in dir gehört werden. Denn deine Kaufleute waren die Großen der Erde, denn durch deine Zauberei wurden alle Völker verführt. Und in ihr wurde das Blut der Propheten und Heiligen gefunden und aller derer, die hingeschlachtet worden sind, auf Erden. Herr, tu meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Liebe Brüder und Schwestern, liebe Gäste und liebe Mitmenschen in Deutschland und überall, wo unsere deutsche Sprache verstanden wird. Nach einer Pause über Advent, Weihnachten und Neujahr
kommen wir heute wieder zu unserer Reihe über die Offenbarung. Wir haben im alten Jahr ja schon mit Kapitel 18 begonnen, uns dabei in der fünfteiligen Reihe zu Vers 4 besonders dem Thema gewidmet: Geht hinaus aus ihr, mein Volk. Dabei haben wir diesen Aufruf zunächst auf uns selbst als christliche Gemeinde angewandt mit der Frage: Wo ist wirklich Gemeinde Jesu, wo ist wahre Kirche und wo ist abgefallene Institution, die sich nur noch Kirche oder christliche Gemeinde nennt? Wenn wir ganz aktuell an den Ausspruch der EKD-Ratsvorsitzenden Annette Korschus denken, die gemeint hat, es wäre ein Akt christlicher Nächstenliebe, an die Ukraine Waffen zu liefern, dann stellt man alleine daran schon fest, wie weit sich diese Institution von allem, was sich Kirche nennen kann und christlich ist, entfernt hat. Wo können also Christen in der Nachfolge Jesu bleiben und wo nicht? Also wer das noch nicht getan hat, kann da nur schleunigst austreten, sage ich mal, so etwas salopp locker vom Hocker, aber durchaus durchdacht. Dabei hatte ich darauf hingewiesen, dass in Offenbarung 18 konkret eigentlich gar nicht die christliche Kirche und Gemeinde im Blick ist, sondern das wahre und falsche Israel. Wir sehen es übrigens nochmal auch bestätigt, dachte ich gerade bei der Lesung von Offenbarung 18, Vers 24. Und in ihr wurde das Blut der Propheten und Heiligen gefunden, all derer, die hingeschlachtet worden sind auf Erden. Ist natürlich im übertragenen Sinn ein Anklang auf Jerusalem als Stellvertreter des Volkes Israel, wo schon bevor Jesus als der Sohn kommt, denken wir ans Gleichnis der Weingärtner, die Propheten, die Gott gesandt hat, hingeschlachtet, ermordet wurden. Also das falsche Israel, das sich von Gott abgewandt hat, ist im eigentlichen Sinne die Hure Babel. Wir haben das anhand von Aussagen Gottes über Jerusalem, über seine heilige Stadt und sein auserwähltes Volk gesehen. Etwa seine Klage Jesaja 1,21 über Jerusalem, das hier stellvertretend fürs ganze Volk Israel stehen dürfte: Wie ist die treue Stadt zur Hure geworden? Als Hure Babel war uns das abgefallene Gottesvolk in Offenbarung 17 begegnet. Hier in Offenbarung 18 begegnet es uns im Bild der großen Handelsstadt. Hure und Stadt, ich rufe es uns nochmal in Erinnerung, sind eine identische Größe, sagt der letzte Vers von Kapitel 17 ganz klar. Und die Frau, die du gesehen hast, eben die Hure, ist die große Stadt, die Herrschaft ausübt über die Könige der Erde. Hure und Stadt sind also zwei verschiedene Aspekte ein und derselben Größe, nämlich des falschen und des von Gott abgefallenen Israels. Wobei wir auch festgestellt hatten, es ist gar nicht so einfach, heute konkret zu benennen, wer das ist und wer dazugehört. Grundsätzlich können wir sagen, zum wahren, positiven Israel gehört, wer erstens leiblicher Nachkomme Abrahams, Isaaks und Jakobs ist und zweitens im Glauben Abrahams, Isaaks und Jakobs lebt. Wer dagegen dem babylonischen Talmud folgt, anstatt dem Wort Gottes, der Kabbalah oder der Freimaurerei, der gehört zum falschen, zum abgefallenen Israel, auch wenn er ein leiblicher Nachkomme Abrahams, Isaaks und Jakobs sein mag. Der gehört zu Babylon. Oder wie der Herr selbst in den Sendschreiben an Smyrna und an Philadelphia sagt, Offenbarung 2,9 und Offenbarung 3,9, zur Synagoge Satans. Ob und inwieweit auch solche dazugehören, die sich zwar Juden nennen, aber keine leiblichen Nachkommen Abrahams, Isaaks und Jakobs sind, wäre nochmal eine weitere spannende Frage, die aber praktisch auch deshalb nicht so relevant ist, weil wir es ganz schwer beurteilen können, wer vor Gott denn überhaupt als leiblicher Nachkomme Abrahams, Isaaks und Jakobs zählt. Wir rufen uns auch nochmal zum Einstieg in Kapitel 18 und zur Fortführung in Erinnerung, auch wenn Kapitel 18 gewissermaßen das letzte düstere Kapitel der Offenbarung ist. Da ist ja leider viel Düsteres dabei, auch enorm viel Mutmachendes, Tröstliches, aber eben auch viel Düsteres.
So beginnt dieses Kapitel doch mit einem gewaltigen Jubelruf, mit einer außerordentlich erfreulichen und ermutigenden Botschaft. Da steigt nämlich in Vers 1 ein Engel vom Himmel herab. Das endzeitliche Kommen Gottes zu uns beginnt da ganz konkret, und er hatte große Vollmacht. Und sein Auftrag ist, die Erde zu erleuchten von seiner Herrlichkeit. Der gigantische, endzeitliche Umbruch, der göttliche Reset beginnt jetzt. Nachdem sich über Jahre hinweg die Macht des Bösen immer mehr ausgebreitet hat, die ganze Erde nahezu ausnahmslos in dichteste und dunkelste satanische Finsternis hüllt, kommt jetzt die große Wende, der göttliche Great Reset. Nicht zu verwechseln mit dem satanischen Great Reset, den Klaus Schwab und einige andere Menschheitsverächter über uns bringen wollen. Nein, hier beginnt der göttliche Great Reset. Wir haben da wirklich eine ganz beeindruckende und eindeutige Parallele, so wie in diesen Tagen die Mächte der Finsternis Zug um Zug die Lebensgrundlagen der Menschen zerstören. Heute Morgen musste ich nochmal innehalten bei dieser Formulierung, die ich da gewählt habe. Zug um Zug die Lebensgrundlagen der Menschen zerstören, das müssen wir ganz wörtlich nehmen. Heißes Stichwort CO2. Ich habe dieser Tage eine Videoaufnahme angeguckt, habe ich vor ein paar Wochen aufgenommen. Da ging es interessanterweise, ich habe dann in der Fernsehzeitung runtergeguckt und dann kam Beitrag angekündigt über die Frage Antarktis. Wie konnten Dinosaurier und Pflanzen auf der Antarktis überleben? Und vor allem, wie konnten die auch Pflanzen, die antarktische Finsternis in der langen Winterzeit überleben? Da habe ich gedacht, das verspricht spannend zu werden. Und habe es dann angeguckt. Und in der Tat, was man zwar weiß, aber in den Medien in der Regel nicht besonders breit getreten wird. Die Antarktis ist ein Kontinent und war in den größten Teilen der Erdgeschichte eisfrei. Größte Teile der Erdgeschichte, das ist ganz offiziell, waren die Pole eisfrei, und auch in den Gebirgen gab es keine Gletscher, waren sogenannte Warmzeiten. Wir leben heute in einer außergewöhnlichen Kaltzeit. Da haben sich als Überreich auf der Antarktis, und die war damals schon ungefähr am gleichen Platz, wo sie heute auch ist, nach offizieller Überzeugung, haben sich überreich Tiere getummelt, bis hin zu den größten Sauriern, den Titanosaurus, und auch Pflanzen üppigst gediehen. Und jetzt haben sich also die Wissenschaftler Gedanken gemacht, wie haben die das geschafft, den Winter dort zu überleben, wenn es dunkel ist. Die Kälte war weniger das Problem, die Dunkelheit. Angeblich die Titanosaurus, die sind gewandert irgendwo wieder weiter Richtung Norden. Wie schnell die waren, ob die das geschafft haben, da wieder hinzukommen und zurück, habe ich noch nicht ausgerechnet. Spannend war eine Pflanzenfrage. Wie haben die Pflanzen den Winter die Dunkelheit überstanden? Offizielle Erklärung, Vermutung, und jetzt ganz spannend, CO2. Weil damals der CO2-Gehalt in der Atmosphäre um ein Vielfaches höher war als heute, so die Mutmaßung, konnten sich die Pflanzen eine so große Reserve anlegen, so viel Kraft tanken, dass sie mit Hilfe dieses gespeicherten und dieser gespeicherten Kraft des CO2 die Dunkelheit überleben konnten. Man höre und staune. CO2, das Lebenselixier schlechthin, liebe Geschwister. Müssen wir uns wirklich ganz deutlich vor Augen halten. Wer einen grünen Planeten will, und die Grünen sollten das doch eigentlich wollen, wer einen grünen Planeten will, der kann gar nicht genug CO2 haben. CO2 ist das Pflanzenwachstumsmittel schlechthin. Wir haben es amtlich. Wissen es auch so, aber es war hochinteressant. Deshalb, wer heute das CO2 verteufelt und auf Teufel komm raus CO2 sparen, im Erdboden wieder verschwinden lassen will und so weiter, aus der Atmosphäre entzieht, der schädigt die Lebensgrundlage von Mensch und Tier. Der schädigt, und ich gehe davon aus, Sie wissen, was Sie tun, der schädigt absichtlich, böswillig, die Lebensgrundlage von Mensch und Tier.
ging mir heute Morgen nochmal durch den Kopf, als ich meinen eigenen Satz gelesen habe, so wie in diesen Tagen die Mächte der Finsternis Zug um Zug die Lebensgrundlagen der Menschen zerstören. Die gesellschaftliche Ordnung auf den Kopf stellen, denken wir an die Vorgänge der Silvesternacht, aber erleben das ja in verschiedensten Schattierungen zunehmend seit 2015, ist ja gar nichts Neues. Gesellschaftliche Ordnung, innere Sicherheit auf den Kopf gestellt, bewusst zerstört, kaputt gemacht. Die Karten im Grunde komplett neu zu mischen, alles was noch an Resten guter göttlicher Ordnung eines funktionierenden Miteinanders da ist, eines Lebens in Frieden, Harmonie und Wohlstand da war, dem Erdboden gleichzumachen, um auf den Trümmern dieser Verwüstung ihre neue Weltordnung zu errichten. Das ist das Treiben der Finsternis. Ich habe gesagt, wir haben eine eindeutige Parallele, aber gerade jetzt gegenteilig. So kommt der Herr nun am Ende der Zeit und radiert das Böse auf dieser Erde aus. Die neue satanische Weltordnung wird nur kurzen Bestand haben. Das ist die große Trostbotschaft der Bibel und der Offenbarung. Ja, sie wird kommen. Das ist der schmerzliche Teil der Wahrheit. Sie muss kommen, so sagt es Gottes Wort. So ist es, aus welchen Gründen auch immer im Heilsplan Gottes vorgesehen. Aber sie wird nur eine kurze Zeit bleiben. Sie ist von Anfang an dem Untergang geweiht. Das ist ja auch das, was die Offenbarung zum großen Trostbuch macht, dass sie das Vers für Vers, Kapitel für Kapitel einzementiert. Diese satanische neue Weltordnung ist von Anfang an dem Untergang geweiht. Auch wenn sie noch so großsprecherisch tut, sie ist im Grunde schon Vergangenheit, bevor sie überhaupt richtig angefangen hat. Dieses Ende des satanisch Bösen tut der Engel hier kraftvoll und mit lauter Stimme kund. Gefallen, gefallen ist Babylon die Große und ist eine Behausung der Dämonen geworden, Vers 2 in unserem Kapitel. Sie ist nun sichtbar das geworden, was sie ihrem Wesen nach immer schon war, durch und durch satanisch, dämonisch, unsagbar böse. Wir hatten festgestellt, dieses Babylon ist sowohl in Gestalt der Hure als auch in Gestalt der Stadt unvorstellbar reich und mächtig. Im Grunde ist sie die heimliche Herrscherin auf Erden. Sie übt die tatsächliche Gewalt aus über die Könige der Erde, also über die offiziellen Regierungen. Sie ist die Macht, die hinter ihnen steht und sie in der Hand hat, nach deren Pfeife sie tanzen müssen. Genauso sagt Offenbarung 17, Vers 18. Mit ihrer Bosheit, Gottlosigkeit und Unmoral hat sie die ganze Menschheit samt den Regierungen infiziert, alle Völker und die Könige der Erde, sagt 18, Vers 3, hat sie in ihre Unzucht hineingerissen, ihre Auflehnung gegen Gott, in ihre moralische Verderbtheit jedweder Art. Und die haben, die Völker und die Könige der Erde, bei ihrem bösen Treiben mitgemacht, vor allem die Mächtigen, denn als Lohn sind die Kaufleute der Erde reich geworden durch ihre Macht der Üppigkeit. Es ist nur holprig zu übersetzen, durch ihre Macht der Üppigkeit reich geworden, genauso steht es da. Babylon hat die Macht, die Kraft, diejenigen reich zu machen, die nach ihrer Pfeife tanzen und diejenigen in Armut zu stürzen, die es nicht tun. Das erklärt übrigens manche Vorgänge in der Welt. Wenn man sich fragt, wer macht da überall alles mit und warum, genau aus diesem Grund. Diejenigen, die mitmachen, lässt sie an ihrem üppigen Überfluss teilhaben. Aber damit ist jetzt Schluss. Jetzt kommt das Gericht Gottes und deshalb die Mahnung, geht hinaus aus ihr, damit ihr nicht von ihren Plagen empfangt. Es ist der dringliche Aufruf Gottes an das wahre Israel, sich allerspätestens jetzt und schleunigst vom falschen Israel zu trennen. Es ist nur eine letzte Möglichkeit und Stunde der Entscheidung. Es gilt im weiteren Sinne für die ganze Menschheit. Wir kommen immer mehr in eine Situation hinein, in der sich unwiderruflich
Ich denke, wir müssen es in diesem Ernst sagen. Wir kommen mehr und mehr in eine Situation hinein, in der sich unwiderruflich jeder entscheiden muss, auf welcher Seite er stehen will. Das gilt nicht nur für die in Regierungsverantwortung, das gilt für die in den Behörden, bei der Polizei, beim Militär, bei den Gerichten, wo überall. Es muss sich unwiderruflich jeder entscheiden, auf welcher Seite er stehen will. Auf der Seite Babylons, auf der Seite des ultimativ satanisch Bösen oder auf der Seite des Siegers, auf der Seite des allmächtigen Gottes. Es gibt kein Dazwischen. Es gibt keine Neutralität. Wie wenig es diese gibt und wie sehr wichtig eine klare Entscheidung ist, sehen wir immer wieder derzeit an gewissen Gerichtsverfahren. Wie sinnvoll oder nicht die sind, will ich hier gar nicht diskutieren. Die Vergangenheit aufarbeiten von vor 80, 90 Jahren oder wie lang es schon her ist. Nicht ganz so lange, aber fast. Ihr erinnert euch, was da im Fernsehen kommt. Aber wir sehen, es reicht am Ende schon, vor der falschen Türwache gestanden zu haben. Es reicht am Ende schon, zur falschen Zeit als Sekretärin am falschen Schreibtisch gesessen zu haben. Und es gilt, mitgefangen, mitgehangen. Übertragen wir diese Maßstäbe, die heute Gerichte unter dem Jubel von Politik und Medien anlegen, auf die derzeitigen Gräueltaten und die der vergangenen Jahre und Menschheitsverbrechen, wer ist da alles mitschuldig geworden? Auch als reiner Schreibtischtäter. Und wird möglicherweise weiter mitschuldig. Und die Ausreden, ich habe nur Befehlen gehorcht, ich habe nur Verordnungen von oben ausgeführt, sie gelten alle nicht. Auch nicht vor Gott. Sie gelten alle nicht. Auch nicht vor Gott. Wir hätten Nein sagen können. Vielmehr, wir hätten Nein sagen müssen. Müssen. Wer bisher nicht Nein gesagt hat zum Bösen, der hat noch die Möglichkeit zur Umkehr. Aber wie lange noch? Wer dann in den Reihen Babylons angetroffen wird, den wird das Gericht Gottes in ganzer Härte treffen. Denn ihre Sünden reichen bis zum Himmel und Gott hat ihrer Ungerechtigkeit gedacht. Vers 5. Der Turmbau Babels, man merken auch in den Bildern, wie da das, die Offenbarung, die Anklänge ans Alte Testament, auch an den alten Turmbau aufgreift. Ihre Sünden reichen bis zum Himmel. Wollten sie erreichen, bis zum Himmel wollten sie. Hier allerdings ein Turmbau nicht aus Steinen und Zement und Ähnlichem, sondern aus furchtbaren, menschenverachtenden Gräueltaten und Sünden, reicht tatsächlich bis zum Himmel, erreicht den Thron Gottes und dort wird nun ihrer Ungerechtigkeiten gedacht. Auch im Neuen Testament offenbart sich der Herr als strafender und richtender Gott. Wir können gerade auch im Blick auf die Offenbarung immer wieder nur erschrecken. Da läuft es uns eiskalten Rücken rauf und runter, wie hart dieser Gott straft und richtet. Wo die Gnade Gottes ausgeschlagen wird, da lautet der göttliche Grundsatz der Gerechtigkeit, Vers 6, zahlt ihr das Doppelte heim gemäß ihren Werken. Wer die Gnade ausschlägt, wird nach seinen Werken gerichtet. Plötzlich und furchtbar wird das Gericht über Babylon kommen an einem Tag, sagt Vers 8. Dabei ist nicht ganz einfach im Detail die Vorhersagen in Jesaja und Jeremia mit der Offenbarung zusammenzubringen. Dass sie zusammenhängen, ist völlig außer Frage. Sie reden eindeutig vom selben Geschehen. Wir haben aber mehrere Dimensionen. Wir haben Offenbarung 17, die geistliche Dimension der Hure. Offenbarung 18, den finanz- und wirtschaftspolitischen Aspekt der Welthandelsstadt. Im Alten Testament steht stark auch der geografische im Vordergrund. Geografisch ist wichtig zu wissen, die Stadt Babylon hat schon zur Zeit Jesu jede Bedeutung verloren und war damals schon weitgehend oder vollständig verlassen.
Saddam Hussein ließ dort zwar wieder einen Palast bauen und heute wohnen, soweit ich recherchiert habe, ein paar tausend Menschen in dieser Gegend. Aber im Grunde ist schon heute eine weitgehende Wüste. Soweit sich die alttestamentliche Prophetie über Babel auf die Stadt und das Gebiet, also geografisch etc. bezieht, dürfte diese Prophetie schon weitgehend erfüllt sein. Aber schon die Prophetien durch Jesaja und Jeremia haben Babylon wesentlich auch im übertragenen Sinn im Blick gehabt. Nach Roger Libby ist das Babylon des Alten Testaments ein Bild auf die römisch-katholische Kirche bzw. das ganze System, das dazugehört. Dem will ich nicht widersprechen, aber ich würde dringend ergänzen mit dem Hinweis, Rom ja, insoweit es Teil des falschen, abgefallenen Israels ist. Die isolierte Fokussierung speziell und allein auf Rom konnte ich nie teilen, auch wenn ich da vielleicht ziemlich allein auf weiter Flur unter den bibeltreuen Auslegern stehen mag. Babylon ist im übertragenen Sinn, soweit es nicht um die Stadt und das Gebiet im Zweistromland handelt, das abgefallene Israel. Das System der römisch-katholischen Kirche kann durch mancherlei Verflechtungen Teil dieses abgefallenen Israel sein. Gerade bei der Weissagung des Herrn durch den Propheten Jesaja wird deutlich, dass sich das Gericht über den Babel mit dem Gericht über die Gottlosigkeit der ganzen Erde verbindet. Das ist interessant, wie nah Babel, der Untergang, mit dem Gericht über die Gottlosigkeit der ganzen Erde auf den Tag des Herrn fällt. Siehe, der Tag des Herrn kommt, um die Erde zur Wüste zu machen und die Sünder daraus zu vertilgen. Jesaja 13, Vers 9. Ich werde an dem Erdkreis die Bosheit heimsuchen, am ganzen Erdkreis. Das heißt, das Gericht über Babel, der göttliche Great Reset, die Auslöschung des Bösen auf der Erde, sind verschiedene Elemente desselben Geschehens. Das entwickelt sich in mehreren Stufen. Wenn ich es richtig sehe, beginnt es mit der Vernichtung Babylons, um mehr oder weniger nahtlos überzugehen in die Vernichtung des Bösen überhaupt, unmittelbar und mit sichtbaren Erscheinen des Herrn. Es wird ein umfassendes Gericht unvorstellbaren Ausmaßes sein. Gott sagt durch Jesaja in Kapitel 13, Vers 12, ich will den Sterblichen seltener machen als gediegenes Gold. Ich will den Sterblichen seltener machen als gediegenes Gold. So sagt uns die Offenbarung auch an anderen Stellen. In diesen endzeitlichen Gerichten Gottes wird eine immense Zahl von Menschen ums Leben kommen, die sich gegen ihn aufgelehnt haben, bis zum Schluss ihre Knie nicht beugen wollen. Auch die Zeichen an Sonne, Mond und Sternen ordnen das Gericht über Babel direkt vor der Wiederkunft des Herrn ein. Immer noch Jesaja 13, Vers 10 und 13. Ja, die Sterne des Himmels und seine Sternbilder werden nicht mehr glänzen. Die Sonne wird sich bei ihrem Aufgang verfinstern und der Mond sein Licht nicht leuchten lassen. Darum will ich den Himmel erschüttern und die Erde soll von ihrer Stelle aufschrecken am Tag der Glut seines Zorns. Wir sehen die Parallelen zur Offenbarung und den Ereignissen, die unmittelbar der Wiederkunft des Herrn vorausgehen. Der Herr wird dabei die durch Böswilligkeit ausgelösten Migrationsbewegungen und die dadurch gestörte göttliche Ordnung der Völker wieder zurechtrücken. Auch interessant, wie das Wort Gottes so ganz nebenbei, so in Halbsätzen, auch zu diesen Dingen etwas sagt. Jeder wird sich zu seinem Volk wenden und jeder wird in sein Land fliehen. Da, wo es die Mächte dieser Erde durch künstlich geschaffene Migrationsbewegungen versucht haben, die Ordnung der Völker zu zerstören, Unfrieden zu schaffen, indem man durcheinander Würfel zusammenschmeißt, was einfach auch kulturell, religiös etc. von der Prägung nicht passt, und nach göttlicher Ordnung in dieser wild durcheinander gewürfelten Form auch nicht zusammengehören soll. Es geht gar nicht um eine natürliche Migration. Dass ein paar von irgendwoher kommen, sich hier integrieren, hier heiraten, hier heimisch werden, hier unsere Sprache lernen, völlig normal.
Aber wir haben ja was ganz anderes. Künstlich mit Gewalt herbeigeführte Migrationsbewegungen, um das Gleichgewicht, die natürliche Ordnung der Völker zu zerstören, die innere Sicherheit, das gesellschaftliche Miteinander. Und da sagt der Herr, das wird wieder rückgängig gemacht. Jeder wird sich wieder zu seinem Volk wenden, wieder dahin gehen, wohin gehört, und jeder wird in sein Land fliehen. Verbunden wird das Gericht über Babylon mit der Wiederherstellung Israels. Also immer wieder schön zu sehen, auch in diesem Zusammenhang, wie sich die biblische Prophetie eins ums andere Mal ergänzt und auch ganz nahtlos unter den verschiedenen Gesichtspunkten ineinander fügt. Denn der Herr wird sich über Jakob erbarmen und Israel wieder erwählen und sie zur Ruhe bringen in ihrem Land. Jesaja 14, 1. Und es wird geschehen an dem Tag, an dem der Herr dir, nämlich Israel, dem wahren Israel, Ruhe verschafft. Da wirst du dieses Spottlied auf den König von Babel anstimmen und sagen, wie hat der Treiber ein Ende genommen. Die ganze Erde, liebe Geschwister, jubelt, weil der Herr den Herrscherstab der Tyrannen zerbrochen hat, welche die Nationen niedergetreten haben. Jetzt ruht die ganze Erde, sagt Vers 7 bei Jesaja 14. Die ganze Erde ruht und ist still, man bricht in Jubel aus. Das Böse ist ausradiert, Begeisterung bricht sich Bahn. Babylon wird in den bekannten Versen Jesaja 14, Vers 12 folgende mit Satan selbst gleichgesetzt, mit dem hochfahrenden Luzifer. Die meisten werden diese Verse kennen. Wie bist du vom Himmel herabgefallen, du Glanzstern, lateinisch Luzifer, so auch in der Vulgata, lateinischen Bibel übersetzt. Du Glanzstern, Luzifer, Sohn der Morgenröte. Wie bist du zu Boden geschmettert? Und hattest dir doch in deinem Herzen vorgenommen, ich will zum Himmel emporsteigen und meinen Thron über die Sterne Gottes erhöhen, dem Allerhöchsten mich gleich machen. Wenn wir an die Worte eines Yuval Noah Harari denken, liebe Geschwister, dann sehen wir hier unmittelbare und erschreckende Entsprechungen. Der will sich mit seinen menschenverachtenden Gesinnungsgenossen nicht nur dem Allerhöchsten gleich machen, der meint, ihn sogar noch übertreffen zu können, hat er explizit so gesagt. Er ist noch arroganter als Luzifer selbst. Müssen wir uns mal festhalten. Noch arroganter als Luzifer selbst. In einem Menschen wie Harari und seinen Gesinnungsgenossen sehen wir den satanischen Geist Babylons exemplarisch sich erheben in diesen Tagen. Bis der Herr sie in ihrem Hochmut niedertreten wird. Doch ins Totenreich bist du hinabgestürzt in die tiefste Grube, denn du hast dein Land zugrunde gerichtet, hast dein Volk erwürgt. Interessant diese Formulierung auch, wie sich die entsprechenden Mächtigen gegen ihre eigenen Völker richten, nicht nur gegen Fremde. Dass es Krieg zwischen verschiedenen Völkern gibt, das ist leider normal, relativ häufig in der Erdgeschichte. Aber dass sich die Verantwortlichen, die Mächtigen gegen das eigene Volk wenden. Denn du hast dein Land zugrunde gerichtet. Du hast dein Volk erwürgt. Ich habe immer wieder davon gesprochen, dass diese Menschen Krieg führen gegen ihre eigenen Völker. An einem Tag, in einer Stunde, wird dieses Gericht über Babylon kommen. Ganz wörtlich werden das vielleicht nicht unbedingt nehmen müssen mit 24 Stunden oder eine Stunde à 60 Minuten. Wie wörtlich es genau gemeint ist, wird dann zu sehen sein. Aber es wird ein ganz kurzes, plötzliches Ereignis sein. Schlagartig. Vers 8 redet von einem Tag, die Verse 10, 17 und 19 in Offenbarung 18 von einer Stunde. Auch wichtig, dreimal wird es gesagt. Eine Stunde. Und so deutet es auch schon das Alte Testament an, Jeremia 51, Vers 8, Babel ist plötzlich gefallen und zertrümmert worden. Denn, so sagt der Herr in Jeremia 50, 24, ich habe dir eine Falle gestellt, Babel, und du bist auch gefangen worden, ohne dass du es merktest. Hat mich heute Morgen nochmal ganz unmittelbar auch ans Kreuz erinnert. Auch da hat der Herr ja dem Teufel im Grunde eine Falle gestellt. Der Teufel meinte, jetzt wäre die Stunde seines großen Triumphs gekommen, er radiert den Menschensohn, den menschgewordenen Gott aus, den Heiland und Messias der Welt.
lässt ihn beiseite schaffen und kapiert gar nicht, dass er damit beiträgt, dass genau da am Kreuz das Heil der Welt vollbracht wird, eine Falle gestellt. Wie die Falle am Ende der Zeit aussehen wird, die der Herr Babylon stellt den Mächten der Finsternis, konnte ich bisher dem biblischen Befund nicht entnehmen. Jeremia sagt allerdings viermal in den Kapitel 50 und 51, dass Babylon durch ein gewaltiges Heer aus dem Norden vernichtet wird. Und es wird nicht nur ein Volk sein, das zum Krieg gegen Babylon auszieht, sondern eine Versammlung großer Völker. Auch Jesaja redet Kapitel 13, Verse 4 und 5 von einem Getöse von Königreichen, von versammelten Heidenvölkern, die aus einem fernen Land vom Ende des Himmels kommen, ohne allerdings eine Himmelsrichtung anzugeben, woher. Es entspricht auch exakt dem, was Offenbarung 17, Vers 16 über das Ende Babylons als Hure sagt. Und die 10 Hörner, die du auf dem Tier gesehen hast, diese werden die Hure hassen und sie verwüsten und entblößen und werden ihr Fleisch verzehren und sie mit Feuer verbrennen. Wir staunen immer wieder, wie alt- und neutestamentliche Prophetie Hand in Hand greifen. Die 10 Hörner, hatten wir festgestellt, sind 10 Herrscher, die keine Könige sind, aber Macht wie Könige für eine Stunde bekommen, zusammen mit dem Tier. Es sind also Vasallenherrscher, ähnlich wie wir es heute in der Ukraine haben mit dem Selenskyj, das ist ein Vasall anderer Mächte, die von Hintergrundmächtigen die Macht über die 10 endzeitlichen Blöcke der Erde erhalten werden, so mein Verständnis der Sache. Auch über die Stadt Babel sagt Offenbarung 18,8, dass sie mit Feuer verbrannt wird. Nicht nur die Hure, auch die Stadt, also da sind sich beide Bilder wieder ganz einig. Wir sehen Jeremia, Jesaja 13, 14, Jeremia 50, 51, Offenbarung 17, 18, reden vom selben Babylon, vom selben Gericht, nur unter verschiedenen Gesichtspunkten. Offenbarung 18, hatten wir festgestellt, dritter Aspekt der Kaufleute ganz stark in den Vordergrund. Babylon ist hier die Welthandelsmetropole, die Quelle des Reichtums. Vor allem die Kaufleute der Erde weinen über den Untergang Babylons. Und sie waren, so sagt Vers 23, die Großen der Erde. Ich habe schon mal gesagt, habe ich als junger Mensch und ehrlich gesagt bis vor relativ wenigen Jahren nie verstehen können. Ich habe mich immer gefragt, als ahnungsloser Otto-Normalverbraucher, die Großen der Erde, so denkt man doch, das sind doch Könige und Regierungen, der amerikanische, naja, im Moment Joe Biden nicht wirklich, aber oder der russische oder mittlerweile auch der chinesische Staatschef. Da denkt doch eigentlich Otto-Normalverbraucher automatisch dran, ja, die Großen der Erde. Aber längst ist mehr und mehr zutage getreten, wer wirklich das Sagen hat. Die Kaufleute, die Großkonzerne, beziehungsweise diejenigen, denen sie gehören, die sich über unzählige Verflechtungen nahezu das Eigentum der ganzen Welt unter die Finger gerissen haben. Dieser Aspekt von Babylon als Handelsmetropole erscheint auch bei Jesaja 2,16. Dort kommt der Tag des Herrn unter anderem auch über alle Schiffe der Meere, gemeint sind Handelsschiffe. Spannend sind dabei noch 2 weitere Details. In den Versen 12 und 13 wird ein Teil der Waren genannt, die diese Kaufleute vertreiben. Und die Aufzählung endet mit und Leiber und Seelen der Menschen. Auch der Mensch ist hier ganz und gar zum Handelsgut, zur Ware geworden. In der Logik eines Herrn Harari und wohl auch eines Herrn Schwab, die ja beide eng zusammengehören, und andere, die ähnlich denken, kann das nicht wundern. Für sie ist der Mensch ein unbeseelter biochemischer Apparat, so sagen sie das ganz deutlich. Ich habe da ein Zitat mitgebracht. Anfang des Jahres führte die Neue Zürcher Zeitung ein Interview mit dem genannten Herrn Harari, und da haben sie festgestellt, das gilt vor allem für die Biowissenschaften, sie haben die Seele entsorgt.
habe ich hier mal magentafarben hervorgehoben. Sie haben die Seele entsorgt, bilden Sie sich ein in Ihrem Größenwahn. Und geht weiter. Und allgemein gilt, je besser wir das Gehirn verstehen, desto überflüssiger wird der Geist, wirkt der Geist. Braucht man anscheinend nicht mehr. Kommen wir gleich noch drauf. Zitat NZZ wird fortgesetzt. Offenbar sind wir so weit, auch spannend, auch den Begriff der Freiheit entsorgen zu können. Der Mensch ist nicht frei, sondern durch seine biochemischen Prozesse im Gehirn gesteuert. Also Sie sagen ja sehr deutlich, von was Sie uns befreien wollen. Von unserer Seele, von unserem Geld, von unserem materiellen Besitz, auch von unserer Freiheit. Allerdings, liebe Geschwister, wer sich mal mit der Thematik befasst hat, da hat der arrogante Herr Harari mit seinen Gesinnungsgenossen nur sehr, sehr wenig bis gar nichts kapiert vom Gehirn. Denn der bekannte Hirnforscher Sir John Eccles hat schon vor Jahrzehnten nachgewiesen, dass das Gehirn selbst tatsächlich nicht bewusst denken kann. Das Gehirn selbst ist tatsächlich nur ein komplexes Organ, eine Maschine, die enorme Rechenleistungen bewältigen kann, aber das Ergebnis dieser Rechenleistungen nicht verarbeiten. Dazu braucht es das Ich, das Bewusstsein, längst nachgewiesen, vom um seiner großartigen Hirnforschungen geadelten Sir John Eccles. An der Seele kommen sie nicht vorbei, die Materialisten, auch wenn sie sich das einbilden. Aber, und darin liegt die Gefahr dieser gottlosen, und man muss wirklich sagen, zutiefst satanisch und menschenverachtenden Ideologie, wer den Menschen entzählt und sei es auch nur in seinen eigenen Wahnvorstellungen, der macht ihn eben zur Maschine, zum biochemischen Apparat. Und die herab und erniedrigt ihn übrigens damit noch unters Tier. Denn auch das Tier ist nach Gott und Gottes Wort eine lebendige Seele. Also wenn Sie den Menschen entseelen, seine Seele entsorgen, dann würdigen Sie noch unters Tier herab und sich selbst wollen Sie über Gott erheben. Wobei man dann fragen muss in Ihrer eigenen Logik, wer sind Sie denn, dass Sie sich das anmaßen? Mit uns Menschen haben Sie sich dann selber doch auch unters Tier erniedrigt zum biochemischen Apparat. Wer gibt Ihnen das Recht zu meinen, über andere herrschen zu können? Aber wir sehen, wer den Menschen meint, in seinem Wahn entzählen zu können, würdigt ihn herab zur Maschine unter die Stufe des Tieres. Und diese Herabwürdigung des Menschen zur Ware, zum Wirtschaftsfaktor, ist schon lange im Gange. Nur ein winziges Beispiel, das Vorantreiben der doppelten Berufstätigkeit der Frau. Es geht ums Verdienen. Wenn die Frau zu Hause ihre Hausarbeit macht, auf die Kinder aufpasst, putzt, Garten erledigt und so weiter, verdienen die Mächtigen nichts dran. Wenn die Frau arbeiten geht, zahlt sie selber Steuern und Sozialabgaben und die Putzfrau zahlt Steuer und Lohn für das, was die Frau sonst zu Hause umsonst gemacht hat. Dann hat man noch eine Tagesmutter, man hat vielleicht noch eine Köchin, wenn man sich leisten kann, man stellt jemanden für den Garten an und überall entstehen bezahlte Tätigkeiten, auch in der Pflege der Alten. Früher waren die Alten zu Hause und man hat für sie zu Hause gesorgt, aber da konnte kein Sozialapparat entstehen und gedeihen und Geld verdienen mit der Pflege von Alten in Pflegediensten und so weiter und so fort, Pflegeheimen. Versteht ihr, das Ding geht schon ganz lange, schon seit vielen Jahrzehnten, wird der Mensch im Grunde zum Wirtschaftsfaktor degradiert. Auch die angebliche Befreiung der Frau war nichts anderes als eine Versklavung der Frau zum Wirtschaftssklaven. Den Mächtigen im Hintergrund geht es doch schon lange nicht um die Menschen, sondern um die Frage, wie viel sie an, mit und durch sie verdienen können. Darum geht es. Die Seele des Menschen beschreibt in der Bibel sein Menschsein insgesamt. Und es ist spannend, dass hier nicht nur der Offenbarung 18, Vers 13 Schluss von den Menschen allgemein die Rede ist, sondern zwischen Leibern und Seelen sehr präzis unterschieden. Als wären da durchaus zwei verschiedene Dimensionen gemeint. Und sprachlich ist das tatsächlich auch hervorgehoben im Griechischen, da erscheinen die Leiber als eigenständige Größen gegenüber den Seelen der Menschen.
Die Auslenker denken, ich habe einige Kommentare angeschaut, bei Leiber und Seelen alles sofort in Sklaverei und bleiben dabei stehen. Vordergründig mag die Sklaverei auch gemeint sein. Wir gehen ja in ein neues Zeitalter der weltweiten Sklaverei. Schuldsklaven sind eh schon große Teile der Menschheit, Schuldsklaven der Banken, Arbeitssklaven viele auch. Und wenn wir, wie es Klaus Schwab und Co. vorschwebt, erst einmal alle nichts mehr besitzen, dann sind wir ganz unmittelbar alle Sklaven und als Sklaven denen ausgeliefert, die alles besitzen, was sie uns zuvor und schon seit Generationen der Menschheit abgenommen haben. Also es entsteht ein neues Weltreich globaler Sklaverei. Insofern ist dieser Begriff so durchaus auch mit zu verstehen. Aber ich bin mir sicher, aufgrund der Formulierung, dass Gottes Wort hier noch mehr und anderes meint, als nur in Anführungszeichen Sklaverei. Das endzeitliche System bemächtigt sich auch der Seele des Menschen. Der Sklave kann ja bei aller äußeren Abhängigkeit innerlich immer noch frei und selbstständig sein. Hier aber wird der Mensch nicht nur äußerlich versklavt und zur Ware degradiert, sondern bis in sein Innerstes hinein. Sein ganzes Wesen, Denken, Fühlen und Wollen scheint hier von fremden Mächten beherrscht und nach Belieben gehandelt zu werden. Spontan fiel mir bei der Vorbereitung so scheinbar Banales ein wie der immense Datenverkauf. Datenschutz ist ja auch wiederum nur ein Schutz für die Mächtigen, damit man im Internet nicht so viele Bilder und Informationen teilen kann. Denn in der Praxis wissen wir, wenig der Datenschutz sie wirklich interessiert, da wo es wirklich drauf ankäme. Also dieser Datenverkauf, das Ausspähen unserer Gewohnheiten, unserer Wege, unserer Einkäufe und so weiter und so fort. Google weiß über unsere Gewohnheiten und Vorlieben ziemlich sicher erheblich viel mehr als wir selber. So, wenn ihr was Wichtiges, Neues über euch selber erfahren wollt, müsst ihr mal bei Google eine Abfrage starten, was die alles gespeichert haben. Und jetzt machen sich Leute wie Harari daran, dieses Wissen zu nutzen und uns gezielt zu steuern und zu manipulieren. Denken wir weiter an Stichworte wie Graphenoxid, mRNA-Spritzen, die nachweislich ist, mittlerweile meines Wissens unzweifelhaft nachgewiesen, auch unsere Genetik verändern können, sich in der DNA einbauen können, 5G und vieles mehr. Ganz eng verbunden damit könnte das zweite spannende Detail sein, Vers 18, denn deine Kaufleute waren die Großen der Erde, denn durch ihre Zauberei wurden alle Völker verführt. Im Griechischen steht für Zauberei Pharmakeia, die Pharmazie. Wobei man nicht vorschnell hysterisch werden darf in diesem Zusammenhang. Pharmazie war immer schon doppeldeutig. Der Medizinmann oder der Schamane, der Naturvölker, war immer schon beides, Zauberer und Heiler. Aber hat nicht in unseren Tagen der Begriff Pharmazie eine ganz neue, nie dagewesene Bedeutung gewonnen? Welche weltbeherrschende Funktion hat die Pharmazie, ob das nun Pfizer, BioNTech, Moderna und wie sie alle sonst so heißen, seien plötzlich durch die WHO und deren immer mehr gestärkte Stellung, die zunehmend an Allmachtsfantasien heranreicht? Wir denken an die Änderung der Definition von Immunität. Ich weiß nicht, wie weit wir das mitgekriegt haben. Die WHO ist da erst vorgeprescht und hat sich ein bisschen relativiert, aber de facto lautet die klare Definition von Immunität von Seiten der WHO, dass sie in Zukunft nicht mehr wesentlich durch Erkrankung und Genesung erreicht werden soll, sondern durch Spritzen. Und zwar jetzt nicht nur im Blick auf das, was man Corona nennt, sondern grundsätzlich. Krank werden gilt als menschenunwürdig, gespritzt werden muss. Es kommt mir so vor, als wollten bestimmte Kräfte uns in Zukunft gegen alles und jedes spritzen, wahrscheinlich irgendwann auch noch gegen Beinbrüche, Pharmakeia verabreichen. Die allgegenwärtige Spritzerei tritt an die Stelle natürlicher Genesungsprozesse.
von denen man übrigens längst auch im Zusammenhang mit Corona nachgewiesen hat, dass eine natürliche Genesung eine Immunität erzeugt, die weit besser ist als alle Spritzen miteinander. Allenfalls die Spritzen in Zusammenhang mit einer natürlichen Genesung sollen dann heranreichen können, wobei das dann klugerweise nicht mehr differenziert wird, was jetzt die Spritzen bewirken und was die natürliche Genesung. Aber es ist amtlich mittlerweile, soweit ich es mitbekommen habe, ganz offiziell festgestellt. Alle Spritzen miteinander, 4-mal geboostert, 8-mal geboostert, erzeugt keine, auch nach offizieller Lesart, keine Immunität, die mit einer natürlichen Genesung mithalten kann. Und trotzdem sagt die WHO, nicht mehr krank werden, nicht mehr natürlich genesen, sondern Spritzen, 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 Spritzen. Pharmakeia. Die allgegenwärtige Spritzerei tritt an die Stelle natürlicher Genesungsprozesse, und da wird es eben spannend, nicht nur mit unabsehbaren Folgen für unser Immunsystem, sondern möglicherweise auch für unsere Seele. Denn was diese Spritzen in Zusammenhang mit den genannten anderen Stichworten mRNA, Graphenoxid, 5G etc. pp. Bewirken können, da wird viel spekuliert, ich bin kein Wissenschaftler, enthalte mich dazu, aber ich ahne nichts Gutes und sehe hier Zusammenhänge. In diesem Zusammenhang musste ich auch an die merkwürdige Aussage Jesu denken, ich weiß nicht, ob von euch auch schon mal einer gestolpert ist, Matthäus 24, Vers 22. Und wenn jene Tage nicht verkürzt würden, so würde kein Fleisch gerettet, aber um der Auserwählten willen sollen jene Tage verkürzt werden. Wo kann man da stolpern? An der Formulierung Fleisch. Gerhard Mayer sagt zunächst ganz richtig und gut, vor der Wahl, das Böse vollkommen ausreifen zu lassen oder seine Gemeinde zu retten, entscheidet sich Gott für das Letztere. Das ist einer der eindrücklichsten Verse der Bibel. Wir sind Gott mehr wert als ein ausgewogener Fahrplan der Geschichte. Stimme ihm voll zu, hervorragend ausgedrückt. Gott verkürzt tatsächlich, wörtlich verstümmeln, verkürzt diese Zeit, um zu retten. Führt also den Heilsplan nicht in der ursprünglich vorgesehenen Länge aus, sondern rafft ihn zusammen am Schluss. Wobei Gerhard Mayer nicht auf die Besonderheit der Formulierung eingeht, kein Fleisch. Und die anderen Ausleger tun, soweit ich gesehen habe, auch nicht. Aber die Bezeichnung Fleisch kann nicht allein die nachgenannten Auserwählten meinen. Denn Fleisch ist in der Bibel wesentlich der Gegenbegriff zu Geist. Und der erste Halbsatz mit dem Fleisch hat meines Erachtens eine wesentlich andere Stoßrichtung, zumindest Nuance, als der zweite. Im zweiten Halbsatz geht es um die Rettung der Auserwählten. Im ersten aber geht es, soweit ich es verstehe, um das Überleben der Menschheit als solcher. Wenn der Herr die Tage nicht verkürzen würde, würde kein Fleisch, kein Mensch überleben. Mir fallen neben den genannten Stichworten noch weitere wie Transhumanismus etc. ein. Es gibt finstere Mächte auf dieser Erde, die das Menschsein an sich in der von Gott geschaffenen Art abschaffen wollen. Das Menschsein an sich. Wir erleben das ja auch in diesen Tagen, dass die Angriffe des Bösen zumindest im Moment noch gar nicht so sehr gegen die christliche Gemeinde im Besonderen gerichtet sind, sondern gegen die Menschheit im ganz Allgemeinen. Wenn wir das alles sehen, liebe Geschwister, dann verstehen wir den gigantischen Jubel, der ausbricht, als dieses menschenverachtende satanische System Babel ausradiert wird vom Allmächtigen. Freut euch über sie, du Himmel, und ihr heiligen Apostel und Propheten, Vers 20, denn Gott hat euch an ihr gerecht. Und dann erscheint ein Engel zur Bestätigung, zur Bekräftigung und Veranschaulichung, der die Vernichtung Babylons zeichenhaft darstellt, und ein starker Engel hob einen Stein auf wie ein großer Mühlstein. Und ihr könnt euch vorstellen, wenn ihr mal irgendwo im Schwarzwald oder sonst irgendwo unterwegs seid, wo so ein Mühlrad getrieben wird und Mühlstein dran ist,
wie groß der sein kann, wie ein großer Mühlstein, und warf ihn ins Meer und sprach: So wird Babylon, die große Stadt, hinuntergeschleudert und nicht mehr gefunden werden. Liebe Geschwister, auch wir dürfen einstimmen in diesen unaussprechlichen Jubel. Vor uns steht die Zeit größter Bedrängnis, die die Menschheit je gesehen hat. Wie viel wir als Auserwählte davon miterleben müssen, werden wir sehen. Wir beten ja täglich um eine baldige Entrückung und Wiederkunft des Herrn. Aber wir wissen, diese Zeit ist vom Herrn knapp bemessen, und dann wird das Böse gerichtet. Dann kommt der göttliche Great Reset. Und darauf freuen wir uns von Herzen und wissen, dass uns der Herr durch diese Zeit, egal wie weit wir rein müssen und durch müssen, dass uns der Herr zur Seite steht, dass er uns durch seinen Geist stärkt, dass er uns auch in der Gemeinschaft miteinander erhält. Und da lassen wir uns nicht bange machen, sondern schauen aufs Ziel und aufs Ende, auf den göttlichen Great Reset, der kommt. Amen. Wir erheben uns zum Gebet. Ja, treuer Gott und Vater, wir loben und preisen dich, dass wir wirklich auch angesichts dieser vielfältigen Angriffe des Bösen doch voller Zuversicht und Trost sein dürfen. Und du weißt auch, wie jeder Einzelne von uns möglicherweise in diesen Tagen ganz konkret von diesen bösen Angriffen betroffen sein mag. An vielen von uns geht's ja praktisch, konkret, materiell vielleicht im Moment noch weitgehend vorbei, wenn auch die mentale Ebene bei jedem von uns mehr oder weniger stark betroffen sein dürfte. Aber dass wir uns nicht niederdrücken lassen müssen, dass du uns diese Botschaft schenkst, gerade auch in diesem Kapitel 18. Gefallen, gefallen ist Babylon. Freut euch, jubelt. Das ist der Punkt, der kommt. Heute bläst sich das Böse auf, aber wir wissen, es ist im Grunde schon gerichtet. Es ist fast schon Vergangenheit und Geschichte. Und dass wir für uns doch klare Entscheidungen treffen und auch durchhalten, uns nicht auf eine Kumpanei mit dem Bösen einlassen, nicht vor der falschen Tür Wache schieben, nicht zur falschen Zeit am falschen Sekretär sitzen, Schreibtisch sitzen. Herr, die Ausreden werden nicht gelten, Befehle ausgeführt, Ordnungen umgesetzt, Anweisungen befolgt, sie werden nicht gelten. Wir hätten Nein sagen müssen. Gib du uns selber Kraft, Nein zu sagen, wo das Böse uns zum Mitmachen verführen will. Und gib du vielen, vielen anderen Menschen, nicht nur in unserem deutschen Volk und Vaterland, sondern auch sonst in Europa und darüber hinaus, gib du vielen Menschen Mut, Kraft und Weisheit, deinen Geist, Nein zu sagen, beim Bösen nicht mitzumachen, hinauszugehen aus diesem System des Falschen und Bösen und Satanischen und sich auf deine Seite zu stellen, ohne Wenn und Aber. Und wir wissen, Herr, dass du schützend bewahren deine Hände um uns hältst und uns zu segnen, auch in der neuen Woche jetzt. Auch alle Kranken, Einsamen, Betrübten, Traurigen, Niedergeschlagenen zu Hause, richte sie mit uns auf. Dir sei Lob und Dank. Amen. Zum Vater unser kommen wir nachher. Ich war in der Macht der Gewohnheit schon automatisch nach der Predigt zum Gebet gekommen. Ihr dürft euch setzen. Und wir erheben uns nochmal und beten gemeinsam mit den Worten, die uns unser Herr Jesus Christus gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute, und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Nun geht hin im Frieden des Herrn. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.